herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film über den brandneuen DJI Phantom 3 Standard, der Einsteiger Phantom 3. Den wollen wir heute zusammenbauen und soweit fertig konfigurieren, dass wir damit dann auch irgendwann mal fliegen können und den ausprobieren können. Das, was ihr heute hier seht, das ist schon sehr nah dran am Serienmodell, aber ich weise nochmal ausdrücklich darauf hin, der Copter hier, das ist im Moment noch ein Prototyp und die Sachen, die ihr hier heute seht, die können in der finalen Version genauso sein, das muss aber nicht so sein. Da bitte also nochmal dann, wenn der Copter draußen ist, in die Anleitung einen Blick reinwerfen, dort wird natürlich auch nochmal alles genauestens erklärt werden, wenn der Copter dann verfügbar ist. Fangen wir an mit dem Zusammenbau. Das allererste, was man immer machen sollte, das ist natürlich den Akku aufzuladen. Die Akkus, die kommen nicht komplett vollgeladen zu euch, sondern die sind meistens auf einer Lagerspannung. Das heißt, wir müssen die erstmal vor dem ersten Flug aufladen. Dazu das Ladegerät natürlich nehmen, hier mit dem Strom verkabeln. Und dann nehmt ihr euch hier diese große Buchse, die da dran ist, klappt hier einmal die Öffnung auf und da seht ihr zwei Pins und die können hier in der Seite eingesteckt werden in den Akku. Der Akku, der hat hier zwei Buchsen extra und in diese Buchsen da müsst ihr jetzt einfach hier diesen Stecker reinstecken. Dann braucht ihr keine Sorge zu haben, das könnt ihr nicht falsch reinstecken, einfach von oben so einmal drauf schieben und sobald ihr das dann da drauf geschoben habt, dann fängt jetzt hier der Akku mit dem Ladeprozess an. Ihr seht es an dem Blinken und wir müssen jetzt einfach warten, bis alle vier langsam voller und voller werden und irgendwann gehen dann die Akkus, die LED-Anzeigen hier aus und dann ist der Akku aufgeladen. Während der Akku lädt, kümmern wir uns als nächstes um die Fernsteuerung. Die muss natürlich auch vor dem ersten Flug komplett aufgeladen werden. Wer sich jetzt hier die Fernsteuerung einmal anschaut, der wird allerdings feststellen, da gibt es gar keine Buchse, so wie wir die von den anderen Phantom 3 Versionen her kennen, wo man hier diesen kleinen runden Stecker einstecken könnte. Das ist nicht der Fall. Ob das bei der finalen Version so sein wird und ihr das dann mit dem regulären Ladegerät auch laden könnt, das kann ich euch nicht sagen. Das müsst ihr dann mal selber schauen, wenn der dann auf dem Markt ist. Ich habe es jetzt so gemacht. Hier ist dieses weiße USB-Kabel dabei und dieses USB-Kabel, das kann man unten in die Fernsteuerung reinstecken. Hier ist so ein Anschluss und das andere Ende, das kommt dann einfach an einen klassischen USB-Lader, so wie man den zum Beispiel beim Smartphone oder beim Tablet automatisch ja mit dabei hat. Da kann man dieses Kabel dann auf der einen Seite anschließen oder am PC halt einfach und das andere, das stecken wir dann hier einmal unten rein. Mache ich mal. So, und sobald ihr das dann gemacht habt, das seht ihr hier, dann fängt jetzt hier die Fernsteuerung an, rot zu leuchten. Und ich nehme mal an, dass die lädt. Ich hoffe es zumindest, dass die jetzt hier lädt und dass man die so auf diese Art und Weise dann auch aufladen kann. Aber wie gesagt, in der finalen Version könnte es durchaus sein, dass hier irgendwo noch so ein Anschluss an dann vorhanden ist für das reguläre Ladegerät. Wenn das so sein sollte und ihr könnt die Fernsteuerung auch mit dem regulären Ladegerät laden, dann bitte nacheinander erst den Akku, dann die Fernsteuerung, nicht beides gleichzeitig anschließen. Vor allen Dingen, weil das Ladegerät selber ja etwas schwächer ist, nur 57 Watt. Ja, das legen wir auch zur Seite und dann kümmern wir uns als nächstes dann um die Propeller des Copters. Die müssen ja auch hier montiert werden. Ihr seht, hier sind so gelbe Schutzkappen drüber, so Aufkleber. Die müssen wir natürlich als allererstes einfach mal abnehmen. Die könnt ihr zur Seite legen. Die brauchen wir hier jetzt nicht. Die dienen einfach nur dazu, dass da kein Schmutz oder sonst was in die Motoren reinkommt. Und nochmal als kleinen Warnhinweis, dass man das hier auch richtig montieren muss. So, wie werden die nun montiert? Zeige ich euch in der Nahaufnahme. Wie bei jedem Multicopter, so gibt es auch beim Phantom 3 zwei unterschiedliche Arten von Propellern. Es gibt linksdrehende und rechtsdrehende Propeller und ihr könnt die unterscheiden an der Farbe hier des Kopfes. Einmal haben wir hier einen silbernen Kopf und da haben wir so einen schwarzen Kopf. Bei der Prototypenversion hier sind nur die vier dabei. Bei der finalen Version werdet ihr insgesamt 8 Propeller da sicherlich dabei haben, also 4 rechtsdrehende und 4 linksdrehende Propeller. So, wie werden die nun montiert?
Ganz einfach, wenn man sich die Motoren einmal genau anschaut, dann wird man feststellen, es gibt Motoren, die haben hier eine komplett silberne Achse. Und ich drehe mal ein bisschen weiter. Es gibt Motoren, die haben hier obendrauf so einen kleinen schwarzen Punkt. Und dieser schwarze Punkt, der zeigt euch an, dass hier die Propeller montiert werden müssen, die ebenfalls oben schwarz sind. Den also einfach obendrauf, dann die schwarzen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Irgendwann hält er an und ihr seht, dass der Motor dreht sich jetzt unten mit. Und wenn wir soweit sind, dann kommt hier dieses Werkzeug zur Hilfe, was ja auch im Lieferumfang drin ist. Das wird dann einmal hier unten genutzt, um den Propeller selber festzuhalten, um den Motor, Motor selber festzuhalten. Und dann können wir hier so ein bisschen drehen, bis das Ganze dann ordentlich fest ist. Bitte nicht zu stark festmachen. Das muss ordentlich stramm drauf sein, aber auch nicht zu stark, denn da ist ja nur ein Kunststoffgewinde drin. Ja, und wenn wir das dann gemacht haben, dann gehen wir im Grunde genommen durch und wiederholen das bei allen anderen Motoren auch. Hier die komplett silbernen, da kommen dann die drauf, die einen silbernen Kopf haben und hier wird der Propeller dann gegen den, mit dem Uhrzeigersinn festgedreht. Auch das muss ganz leicht gehen bis zu einem Punkt, wo es dann nicht mehr weitergeht, wo der Motor sich mitdreht. Dann kommt wieder das Werkzeug zur Hilfe einmal drauf und so verfahren wir dann hier weiter mit allen vier Motoren. Beim Montieren der Propeller wird euch vielleicht auffallen, dass die Motoren so ein bisschen leicht nach außen geneigt sind und ihr werdet euch fragen, ist da schon was kaputt? Warum sind denn die Motoren so schräg? Das ist ganz einfach deswegen, das ist bewusst so gebaut, damit der Kopter stabiler in der Luft steht. Der Downstream, der wird so ein bisschen anders geblasen als bei anderen Multikoptern und dann hat man nicht so sehr einen Vortex-Ring-Effekt, bei dem der Kopter abstürzen kann. Das wird dadurch so ein bisschen vermieden und auch im Flug ist die Fluglage dadurch etwas stabiler. Ja, wenn wir dann die Propeller soweit montiert haben, dann müssen wir auf jeden Fall vorher noch die Halterung am Gimbal hier unten entfernen. Der ist ja mit so einer Plastikhalterung fixiert. Die wird an der linken Seite rausgezogen, dazu links so ein bisschen ziehen, gleichzeitig von der rechten Seite so ein bisschen drücken und dann bekommt man die hier eigentlich ganz gut raus. Am schwierigsten ist es unten an der Kamera, da sitzt das etwas spack, aber irgendwann hat man die rausgelöst. Bei dem Prototypen hier ist jetzt nur diese eine Halterung dabei. Es kann aber durchaus sein, dass in der finalen Version hier hinten noch so eine Plastikhalterung, Kunststoffhalterung oder sowas ist, die ebenfalls demontiert werden muss. Der Gimbal, der muss also komplett frei beweglich sein, bevor wir den Kopter hier anschalten, genauso auch wie die Kamera. Irgendwann sind dann sowohl der Akku als auch hier die Fernsteuerung vollgeladen. Beim Akku erkennt man das daran, dass hier alle Lichter aus sind. Wenn wir einmal hier kurz drauf drücken, dann seht ihr, da sind jetzt alle vier Balken voll. Also der Akku hier wunderbar voll aufgeladen. Wir können das Ladegerät zur Seite legen. Bei der Fernsteuerung bekommt ihr das angezeigt, dass jetzt hier die LED grün leuchtet. Das bedeutet, dass hier jetzt auch vollgeladen ist. Ansonsten während des Ladevorgangs leuchtet die hier, das habt ihr eben gesehen, dann rot. Ja, wenn dann alles soweit aufgeladen ist, dann geht es jetzt weiter mit eurem Smartphone. Das kommt ja hier oben in die Halterung rein und dort müssen wir jetzt einige Sachen installieren und auch konfigurieren. Wie ihr vielleicht wisst, ist mit dem letzten Firmware-Update des regulären Phantom 3 ja eine neue App eingeführt worden, die DJI Go App, die ersetzt jetzt die DJI Pilot App. Die müsst ihr euch natürlich erst herunterladen, das geht ganz einfach im Play Store bzw. im App Store von iOS. Im Moment, zum jetzigen Zeitpunkt, ist die App nur für iOS verfügbar. Eine Android-Version, die gibt es zwar schon, aber im Moment nur hier in der Beta-Version und die zeige ich euch jetzt auch. Also bitte bedenkt, das, was ihr jetzt seht, ist noch eine Beta-Version. Ja, bevor wir aber uns mit der App beschäftigen, müssen wir zunächst einmal das Smartphone bzw. Tablet hier mit der Fernsteuerung verbinden. Dazu wird die Fernsteuerung einfach einmal eingeschaltet. Und was die jetzt macht, ist, die baut ein WLAN-Netzwerk auf, ein eigenes WLAN-Netzwerk. Und mit diesem WLAN-Netzwerk müssen wir uns jetzt hier verbinden. Dazu geht ihr am besten einfach in die Einstellungen rein, dann dort in den Bereich WLAN, schaltet das dann an.
Und wenn dann euer Smartphone nach den Netzwerken scannt, dann wird da auch ein Netzwerk dabei sein mit Namen P3C und danach irgendeine Nummer. Dieses P3, das steht für Phantom 3 und das ist das Netzwerk, was die Fernsteuerung aufbaut. Mit dem muss man sich verbinden. Dazu klickt man das Netz einfach an und einmal auf Verbinden. Wenn ihr dabei nach einem Passwort gefragt werdet, das steht auf der Rückseite der Fernsteuerung hier klein geschrieben, standardmäßig hier bei mir 1234, 1234, aber das könnt ihr natürlich später auch noch ändern, beziehungsweise vielleicht wird das bei euch auch anders sein. Ja, wenn man dann mit diesem Netzwerk P3C irgendwas verbunden ist, dann kann man danach die DJI Go App einmal starten und die erkennt jetzt auch automatisch, dass man schon mit der Fernsteuerung verbunden ist. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Kopter. Den müssen wir natürlich jetzt auch noch einschalten. Ich kippe hier gerade mal das so ein bisschen und dann schalten wir einfach auch mal den Kopter ein. Wenn dann auch der Kopter eingeschaltet ist, dann kann man hier einfach auf Enter Camera View einmal drücken und dann wird sich jetzt hier mit dem Phantom 3 Standard verbunden. Ihr seht hier das Interface, das sieht so ein bisschen aus wie das, was man kennt von der alten Pilot App. Ich drehe mal den Kopter, dann seht ihr auch, dass das hier funktioniert, dass sich da tatsächlich etwas tut. So, und wir können natürlich auch hier umschalten, mal in den Videomodus, da haben wir ein etwas größeres Bild. So sieht das Ganze hier aus. Ja, von der Bedienung her ist es ähnlich wie die Pilot App. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber ihr seht, das funktioniert. Und wir können jetzt hier starten, wenn hier nicht die Meldung wäre, dass noch ein Firmware-Update notwendig ist. Aber wie ein Firmware-Update gemacht wird, das zeige ich euch dann ein anderes Mal. Soweit also der Zusammenbau und die Installation hier der App für den Phantom 3 Standard. Wie gesagt, ich weise nochmals darauf hin, bitte bedenkt, das hier ist alles noch Prototyp. Vor allen Dingen, was die App angeht, da wird sich also mit Sicherheit noch einiges ändern. Ich bekomme im Moment so alle 2-3 Tage eine neue Version dieser App zugeschickt. Und es wird die App natürlich nicht nur für Android geben, sondern auch für iOS. Ich habe nur im Moment kein passendes iOS-Gerät hier, was hier reinpassen würde. Deswegen habe ich euch das hier auf meinem Android-Smartphone gezeigt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen und euch schon mal so einen ersten Eindruck vermitteln vom neuen Phantom 3 Standard. Das, was man hier gesehen hat, was die App angeht, das sieht schon sehr vielversprechend aus. Und ja, ich denke, wir können den Kopter dann auch in einem der nächsten Filme in die Luft bringen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Wenn euch dieser Film hier gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen netten Kommentar von euch hier unter dem Film. Gebt mir auf jeden Fall eine positive Bewertung. Empfehlt mich weiter. Und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert hier auch diesen Kanal, damit ihr eben keine Filme mehr verpasst. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen und wenn ihr jetzt noch weitere Fragen haben solltet zum Phantom 3 Standard, zur Installation oder auch zu anderen Multikoptern und Drohnen, dann schaut in jedem Fall in meinem Forum vorbei unter www.copterforum.de.